Durch die Novelle des Universitätsgesetzes sollen die Prüfungstermine, die pro Semester angeboten werden sollen, reduziert werden. Derzeit ist es gesetzlich geregelt, dass pro Semester 3 Prüfungstermine, eben am Beginn, in der Mitte und am Ende, angesetzt werden müssen. Diese gesetzliche Vorlage soll durch die anstehende Novelle reduziert werden. Für SIPs, kurz vor einem Abschnittsende, das heißt für die Humanmediziner zum Beispiel die SIP 1a, 1b oder die SIP 4a, stünden damit weniger Prüfungstermine zur Verfügung, sodass bei zweimaligem Nichtbestehen ein Wartejahr drohen würde.